Und hier sind wir im zweiten Raum des Fassbinder-Nachlasses und der auf 18 Grad gekühlt ist, wohltemperiert, weil wir hier die originale Foto, den Originalfotobestand aufbewahren und auch die Originalschriften von Rainer Werner Fassbinder. Ich stehe hier vor dem Regal der Fotos, auch wieder in entsprechenden Schubern geordnet, nach den Filmen. Das sind nicht nur Standfotos, sondern auch Verleihfotos, Aushangfotos, auch Werkfotos, also Aufnahmen, die während den Dreharbeiten zu Fassbinders Filmen aufgenommen wurden. Es sind nicht nur Fotos zu seinen Filmproduktionen, sondern auch zu seinen Theaterarbeiten, also Aufnahmen während den Proben und auch Szenenfotos während der Aufführung. Was hier jetzt schon vorhanden ist, das ist eine zusätzliche Sammlung zu diesem Fotobestand der Rainer Werner Fassbinder Foundation. Das ist eine Sammlung, die bereits seit 1992 im Bestand des Filmmuseums ist. Das ist der Vorlass des Kameramanns und Fotografen Peter Gauer. Peter Gauer ist zu Fassbinder gekommen, weil er Kameramann lernen wollte. Und man festgestellt hatte, dass man keinen Standfotografen hatte. Also er Learning by Doing als Standfotograf zu den frühen Filmen bis Effi Briest hinzugezogen wurde, aber auch kleine Rollen immer wieder gespielt hat in Filmen von Fassbinder. Und er hat uns 1992 rund 4000 Fotos zu den frühen Filmen von Fassbinder überlassen, die wir auch verwalten hier und die jetzt natürlich auch hier in dem Bestand enthalten sind. Und um Ihnen, euch zu zeigen, was sich hinter diesen roten Schubern, diesen Fotoboxen befindet, brauche ich Handschuhe. Ja, öffnen wir doch einfach mal eine Kiste zu Lola aus dem Jahr 1981. Man sieht hier auf diesem Label, dass es Standfotos und Pressefotos sind. Und jede Kiste hat auch ein ikonografisches, sozusagen ganz exemplarisches Foto aus dem Film. Und wenn ich hier eine Tüte rausnehme, ist ein Pressefoto, Verleihfoto mit Barbara Sukowa und Armin Müller-Stahl in Lola. Oder hier noch eine zweite Szenenfoto. Sukowa auf der Bühne als Lola und hier kaum zu erkennen Mario Adorf in seiner Rolle. Und wenn ich zu einer anderen Kiste noch, die gerade oben drüber steht, gehe, das ist Lili Marleen von 1980. Und hier ist auch eine Besonderheit, dass in jeder Kiste normalerweise ein Ausdruck liegt mit den einzelnen Fotos, ob die gescannt sind, ob es ein Originalabzug ist, ob das ein Negativ ist, ein Dia, in welchem Format oder das Foto vorhanden ist. Und das sind wieder in Pergamin eingepackte Fotos. Hier ist eine Hanna Schicula als Lili Marleen im Jahre 1980 entstanden, ist der Film.